ich bin auf alles vorbereitet. Ich habe hier schon alles geschafft. Ich habe es schon geschafft, kurz vorm Schluss runterzufallen. Und da, als letztes kommt da immer die Hyäne. Von Himmel kommt dann ein. Jetzt bin ich aber unfähig heute. So. Komm, jetzt schaffe ich jetzt ohne. Los. Jetzt schaffe ich jetzt ohne berührt zu werden. Eins. Und zurückrennen. So schwer ist es gar nicht. Und wenn die da oben gucken, das ist der Böll gegen die Böll. Ja, ihr seht ihn da oben, falls ihr ihn jetzt seht. Er ist gruselig. Wieso ist der rot? Jetzt wieder unauffälliger Safe State ist einfach ganz gut. Es ist doch die Kuh. Oh. Ich muss singen. Also die Erdtropik als sein Vater stirbt. Hier gibt es eigentlich auch nicht wirklich viel groß, aber ihr müsst nur Pferde. Und muss einfach nur schauen. Es ist, man prägt sich auch mit der Zeit. Genau das. Man prägt sich die Zeit ein, wo was ist. Und wann man genau springen muss. Meistens kann man auch ausweichen. Ja, ich weiß auch schon, wo dieser Stein ist. Aber wenn es nicht ich geht. Auch. Hier. Okay, theoretisch können wir noch mal. Dann muss man sich das einfach auswählen. Ja, ich bin jetzt auch Tante geworden. Noch mehr kleine Kinder. Überall. Wie ist Tante? Ich bin. Sie ist auch Tante. Natürlich. Ja, sie ist ja meine Schwester. Stellst du mir Fragen? 21. Ja, hier ist schon eine große Familie. Hören Sie mal, wenn die Steine dabei die Knus nicht mehr kommen, haben Sie es geschafft. Auch, sie ist heute sehr förmlich. Okay, dann, ich will nichts ausschließen. Natürlich können Leute auch so in Massengruppen vor ihrem PC sitzen und sich mal Let's Plays reinziehen, aber ich glaube. Ja, genau. Ich glaube, so bekannt, dass Menschen sich schon in Kinos treffen, um das ansehen hier. Wirklich wahrscheinlich nicht. Und auch nicht in den nächsten 10 Jahren. Wie ich immer sage, ich habe ja nicht vor, irgendwie ein Riesen-Let's Player zu werden. Ich bin froh, wenn ich ab und zu mal schaffe, hier was aufzunehmen. Auch zeitlich. Oder es ist halt immer wieder was. Wie gesagt, Maggie ist halt fast die ganze Zeit hier und ich weiß nicht. Manche Spiele sind ja auch nicht so für kleine Kinder. Das hier finde ich eigentlich. Ist jetzt. Oh, na klar. Wie sie alle Aufmerksamkeit schieben. Ich hätte eine Ananas. Ja, eine Ananas. Ich hätte eine Zitrone Ananas. Ich hätte Skype auch ausmachen können. Eigentlich dachte ich. Ich bin aufgewacht und bin eine. Ich habe mich auf Offline gestellt. Ja, genau. Also nochmal. Aber ich habe sie geliebt. Ja, ja, wir kennen alle den Film. Von Eis. Oha. Und wenn sie vom König der Löwen die Tiere weghaben, müssen sie einfach da oben an die Tasten drücken. Es gibt eine Menge Tasten mit verschiedenen Funktionen, die eigentlich mehr als überflüssig sind, ja. Mach mal. Ach nee, nachher. Nicht gerade, wenn wir hier im Game Level sind, wenn man auf der Stelle stehen bleibt, dann kommt schon mal der eine oder andere Stein auf einen Kopf geflogen. So, weiter geht's. Und die gehen dann, wenn du zurückkommst, können wir dich. Genau, das sagen sie. So, jetzt kommt ein eher schönes Level, und zwar das Hakuna Matata Level. Hakuna Matata, du, 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 du. Ich bin Buchstaben, ich gehe. Kanon in Dunst, die Philosophie. Ja, genau. Ah. In dem Level ist es eigentlich nur wichtig, erstmal von den Spinnen, vor diesen Spinnen auszuweichen. Und den Gulla. Ja, und es empfiehlt sich... Arang-Uta, genau, der Arang-Uta. Nein, es empfiehlt sich, die Lebensanzeige voll zu haben, wenn man oben angekommen ist. Und ich zeige euch wieso. Normalerweise wäre hier ein Level-Up-Zeichen an dieser Stelle, aber da ich ja unten alle 8 Leben habe, ist es nicht da. Man muss ja Minen zu haben für die, die es sehen und denken, hey, da brauchst du jemanden, ich weiß auch immer. also das Spiel kann man auf allen möglichen Nahkampfzeiten finden. Ich denke, da es schon so alt ist, macht es nicht, macht es jemand mehr raus. Oh, ein Auto.
Den Tag habe ich mir sogar überlegt, ja, noch eine SNES zu kaufen, aber nein. Ich glaube, damit komme ich nicht weit. Machst du hier klar? Ja. Ah. Oh, ah. So, das hier war jetzt der kürzeste Weg in Richtung Wasserfall. Muss ich jetzt hier einen Wasserfall hinaufjumpen? Und von ganz unten ist es auch möglich, aber ich finde es. Du stellst Fragen. Ja, also am besten ist einfach, ihr lauft hier immer in der Mitte lang. Also hier diesen Sprung nach oben, dann zur Seite, weil da jetzt ein längerer Abstand kommt und dann kommt immer ein kürzerer Abstand. Also ich finde einfach, dass es die hier kommen gleich. Da oben, wo der Baumstamm sind, das sind sie da. Ja, genau. Ah! Da ist doch! Und das schaffen wir eigentlich. So, jetzt sind wir oben. So, jetzt speichere ich mal spontan. Einfach aus Reflex. Ich habe hier schon. Ich du weiß nicht. Du kannst nicht speichern. Nein, du weißt schon. Oh, komm schon. Safe State. So, und jetzt finden wir den Orang-Utan. Orang, ach Gott. Der wirft, wie ihr seht, mit Kokosnüssen. Und er hat scheinbar einen unendlichen Vorrat dran. Oder ich weiß nicht, ob es Kokosnüsse sind. Ich bin mir nicht sicher. Oh nein, Kokosnüsse, das wird es sein. Also, wie gesagt, er wirft damit. Und er hat sie einfach da. Er hat sie einfach. Weil er sie hat, weiß ich nicht. Aber er hat sie einfach. Ich glaube, er nimmt die Bananengeräute zusammen und dann. Vielleicht ist es ja auch ein riesiger Ball Ohrenschmalz. Weißt du es? Ja, na klar. Ohrenschmalz 11! Wo denn? Oh ja. Kaum die Ohrenschmalz 11! Gab's ja auch noch. Gibt's nicht. Ja, das ist jetzt. Also, was ich noch erzählen wollte, als ich das als Kind gespielt habe, bin ich zwar auch schon ein bisschen hingekommen, aber das hat meistens sehr lange gedauert. Also, na klar. Da bleibt er. Also. Ja, was würde ich sagen? Jetzt bin ich durcheinander. Also. Lass. Ich nur erinnere. Doch. Also es ist gespielt einfach was halt nicht. Ich mach ein Video. Und darum sollst du auch nicht allzu viel Blödsinn erzählen. Das da oben ist dein Leben. Ja, das ist mein Leben. Okay, ich komm, das ganz tolles. So. Ganz tolles. Mhm. Das wird total lustig. Ach, denn. Vorrat. In seinem Bauch ist ein schwarzes Loch, aus dem Kokosnüsse herauskommen. Der fährt jetzt ins Wasser und das finde ich so cool. Richtig und cool hier. Jetzt ist er erwachsen und er so, ja. Erwachsener Mann. Ja, genau. Simba ist jetzt erwachsen. Also das jetzt an der Stelle, nachdem Simba durch die Wüste geschlichen hat und sonst alles überlebt hat und das war der Leopard. Und von Team Rumpumba gerettet wurde. Und die Hakuna Matata Zeit hinter sich hat. Kommt Rafiki angejumpt und fängt an, komische Sachen zu singen. Wenn ihr euch erinnert. Mit Banane. Ja, genau. Und das war schon. Ich weiß es nicht. Aber das ist. Ich glaube, das ist Swahili, wenn ich mich nicht erinnere. Irre. Genau. Ich hatte mal eine Phase, da wollte ich, das war schon länger her, da wollte ich die Sprache lernen. Ach ja, der richtige Simba hier kann jetzt noch mehr batschen. Aber das zeige ich jetzt mal nicht daran, an diesen Tausenden, sondern an einem Einzelnen. Obwohl, also an diesem Stand, es gibt mehrere solche Tore, empfiehlt sich einfach nur stehen zu bleiben und wirklich Dauer zu batschen. Man könnte auch anderes machen, also wenn man sich zum Beispiel duckt, kann man auch batschen. Am besten finde ich diese Pose hier, wenn er sich hier dranhängt und dann bam, die Ballerina. Ich finde, es sieht aus wie eine Ballerina. Ballerina, Tralalina, Bana, 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 Bana. Das beschreibt die Lage komplett. Die Affen werfen mit Kokosnüsse, oder? Nein, Kokosnüsse sind nicht so groß. Die Affen werfen auch mit irgendwelchen Dingen. Kleine Kokosnüsse? Nein, auch keine kleinen Kokosnüsse. Babyrollen? Was genau sie werfen, weiß ich nicht. Ich denke mal, irgendwelche nussartigen Dinge. Babysteine und während hier dieser Felsen rollt, darf man auch nicht auf ihn draufkommen. Dann rollt er euch tot. Genau. Und ihr
hier oben glitzert sie schon, wenn ihr seht, die kleine Sonne. Die Sonnen sind mehr oder weniger gut versteckt, also ich glaube, nicht in jedem ist eine, aber... Ah. Was denn? Das? Das ist das Symbol. Übrigens der Speicherpunkt. Der reguläre. Was? Oh, guck auf den Den ich hier irgendwie noch nicht betreten. Ja, genau. Quatsch. Man kann auch im Springen watschen. Das sind Affen, das sind. Ja, aber was mit Werfen, die eigentlich? Müssen oder so. So, dann gibt's hier noch diese Riesenbatscher. Man kann sich auch, wenn er geschafft ist, auf ihn drauf springen und dann ihn über einen Überwurf machen. Dann musst du ihn anbrüllen. Ja, genau, stimmt. Und wenn sie anbrüllt, sind sie, also je nachdem, wie groß deine Anzeige ist, meine ist inzwischen wieder klein. Pull ihn mal an, Alter. Ach nein. Das ist nicht. Bis dahin gekommen, ich hatte ganz lange. Wirklich Dauerbatschen. Batsch. Und wenn du... Hey, geh mal hier hoch und brüll bitte! Ja, ganz ruhig. Bitte, geh mal... Oh, Mann. Was wolltest du denn machen? Ich wollte, dass du mit die den Porten... Wenn du da oben brüllst und da einer ist, ist einer müde und der andere batscht ihn. Ihr seht, hier ist ein sehr unauffällig versteckter Stein. Also losrennen. Ihr könnt einfach nur geradeaus rennen. Solange ihr nicht zwischendurch stehen bleibt, passiert euch hier nichts. Seht ihr das? Ich hab vergessen, wo brüllt man denn? Ich! Was weiß ich denn?